Hallo Leute, ja, wir sind wieder in Voxelteigen. Wir schauen mal in dieser Folge vielleicht mal nach, welche Fahrzeuge hier unrentabel sind und gucken, ob da Linien bei sind, die wir vielleicht ausmustern müssen oder so, weil da überhaupt gar kein Fahrzeug mehr ist. Machen wir alles nach dem Logo, ne? Bis gleich. Also hier fährt ja jetzt einer mit Glasscheiben durch die Gegend und ich glaube, Glasscheiben haben wir doch gar nicht mehr, ne? Oder wie war das? Das heißt, den können wir definitiv ja eigentlich dann schon mal abstellen, ne? Das war ja über, ne? Die waren ja erledigt, die Glasscheiben. Ist auch keine neue Stelle, glaube ich, gekommen. Ne. Das bedeutet, den können wir mal zum Depot schicken. Warte mal, das ist aber. Ist das der? Ja, ne? Ja, das ist der. Zum nächsten Depot senden. Route 70 ist das. Ja, Route 70 kann sie dann auch wegmachen, ne? Gibt es denn da noch mehr Fahrzeuge drauf? Nein. Der fährt jetzt hier Sand durch die Gegend. Der Sand kommt von hier. Und wo fährt er denn hin? Fährt er nach da? Und hier ist voll, ne? Ach, das sind die Glasscheiben, ne? Da kannst du auch das in, die kannst du genauso ins Depot schicken. Braucht auch keiner mehr. Ja, und die nächste Geschichte ist dann die Kohle, die hier angeliefert wird, ne? Brauchst du auch nicht mehr. Kannst du auch ins Depot schicken. Vielleicht wird das wieder was, weiß ich nicht, aber zurzeit nicht. Kostet uns nur Geld, lassen wir erstmal weg, ne? Er fährt hier Eisenerz durch die Gegend. Wo bringt er das denn hin? Hier ist doch auch kein Eisenerzabnehmer mehr. Wahrscheinlich auch bankrott gegangen, oder? Zack. Kannst du auch ins Depot schicken, brauchen wir auch nicht mehr. Ich glaube, das war der. Das ist der Zug, den haben wir auch schon weggeschickt. So, der fährt ins Depot. Kann ich das auch loswerden hier? Irgendwie nicht, ne? Welcher ist das jetzt dann? Das ist der da. Der fährt Bretter durch die Gegend. Von hier nach hier. Und die gibt es auch nicht mehr. Das heißt, kannst du auch wegschicken. So, wer ist das? Das wird wohl der sein. Der holt da und fährt nach da. Warte, Details? Ne. Ich glaube, den könnten, haben wir schon, ne? Ja, fährt zur Garage 1, dann ist das ja auch schon durch. Jetzt müssen wir den gucken. Ist das der?
Was macht der denn? Der holt hier ab und bringt wohin? Nach da. Und zwar Eisenerz. Ja, da haben wir jetzt. Ja, das ist sehr schön, ne? Dass das mit dem Eisenerz hier ruhig hier gegenfährt. Aber wir haben ja keinen Eisenerzabnehmer mehr, ne? Kann das sein? Hier, er ist doch auch da. Verloren. Hier ist kein Abnehmer mehr. Zack. Zum Depot brauchen wir auch nicht mehr. Wer ist das? Ich glaube, das ist hier der Kohlewagen. Der holt das da und fährt das nach. Hier, weil hier auch keiner mehr ist. Kann sie also auch zum Depot schicken. Das ist der. Was fuhr der? Ach so, das ist hier oben beim Bahnhof. Das ist ja, der ist schon in Depot 1 drin, das ist schon erledigt. Das kannst du alles schließen jetzt, glaube ich. Ist das der? Das ist der. Der fährt ja auch schon zur Garage. Haben wir auch schon erledigt. Der fährt auch zur Garage. Der fährt jetzt Eisenerz nach da. Und das braucht auch keiner mehr. Ja. Ja, fahr auch zum Depot. Wenn er da gleich dreht, dann geht das, ne? Oder geht hier schon wahrscheinlich. Ja, der fährt jetzt auch zum Depot, passt. Der ist schon im Depot. Naja, dann sind wir erstmal mit dem Aussortieren erstmal fertig. Das ist ja erstmal schon mal gut. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir weiterkommen. Was ist denn hier mit dem Holz? Schrecklich. Logistik kommt von hier. Wird hier Holz angeliefert? Könnte sein, muss aber nicht, ne? Halt, stopp, hier ist. Ah ne, das ist ein Lager. Kein Verbraucher, okay. Hier ist mit Holz gar nichts. Ja. Das heißt, wir müssten hier mal Holz anliefern, ne? Was mit dem? Fährt der Holz? Der fährt Bretter. Die müssen aber auch hin. Und der fährt auch Holz. Wo ist denn der? Warte, hier nochmal hin. Irgendwie klappte das jetzt gerade nicht. Der nicht. Der, oder? Ja. Okay, der kommt da gleich an. Oh. Ist hier auf der Brücke gewesen, ne? Genau. Die Bretter kommen hier hin und das ist hier, ja, Eisenbarren, ne?
Ja. Versorgung ist da schlecht, steht da. Das Entscheidende ist, dass wir hier überhaupt keine Lagermöglichkeiten haben. Lass mal schnell hier ein Lager bauen. Pack da erstmal was rein, hier Holz. Das ist Erz. Erz brauchen wir überhaupt nicht, ne? Kannst du noch Bretter nehmen? So, der müsste jetzt hier entladen, ne? Das macht er auch und das wandert alles hier rein. Ach so, warte mal, das war direkt hier mit verbunden, deswegen brauchten wir das vielleicht nicht machen, ne? Ja, genau. Das hätte ich mir sparen können, das Lagerhaus. Die sind alle damit verbunden und deswegen brauche ich eigentlich kein Lagerhaus dafür. Puh, ist jetzt auch nicht schlimm. Das frisst kein Brot. So, jetzt kommen da Eisenbarren. Die haben wir ja nicht. Also die gehen jetzt hier direkt rein, oder? Die haben ja auch ein 210er Lager. Also da ist ja nichts drauf auf dem Zug, ne? Tja. Warum wurde hier jetzt kein Eisen produziert in dem Sinne? Hier sind gerade mal 11 Barren. Die da reinlaufen. Die laufen jetzt hier weiter, weil hier keine Erze hinkommen, kann das sein? Ach so, das Erz ist hier, ne? Die Frage, wie viel ist denn hier noch in der Erde? Kann man das sehen? Ah ja, da. 103.000. Warte mal, wir haben jetzt zwei hingestellt. Kann ich denn jetzt gerade mal die Karte bitte drehen? Kann ich hier die Karte gar nicht drehen oder was? Aber wir haben hier zwei Eisenbergwerke. Wo produzieren die denn rein? Ach so, das geht direkt dann da rein, oder was? Aber hier ist gar kein Lagerhaus. Kriege ich das denn hier irgendwo noch hin? Nee, ne? Da nicht. Statt 1 wäre dann da hier noch eine Reichweite. Hier würde ich es nirgendwo hinkriegen, ne? Wäre ja eigentlich auch egal. Man kann es ja auch damit Förderbändern hinbringen dann, ne? Ja, da ist schon Eisen drauf. Ich würde das jetzt mal da einbauen. Und da sollte
Eisenerz rauskommen, ne? Genau. Aber ich brauche ja Baron und nicht Eisenerz. Ich brauche ja die Baron. Aber die waren wahrscheinlich auch hier, da 15 gehen da rein. Naja, es würden ein paar mehr reingehen, wenn da mehr wäre. Aber jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier erstmal das Förderband erweitern. So, das ist hier. Und dann müsste das ja. So gebaut werden, oder? Dann müsste das doch jetzt hier auf jeden Fall mehr geben, ne? Hier haben wir zwei Öfen. Der fabriziert hierfür. Und die gehen dann da weiter. Lass mal Rad schneller laufen. Okay, das Band wird ja jetzt auf jeden Fall voller. Hier war gerade wohl ein Zug da, der das abgeholt hat, ne? Sind jetzt 5, 6, 7, 8. War schon abgeholt. Ja, jetzt wird es hier mal ein bisschen mehr, aber wahrscheinlich kommt da ein Zug und der ist dann trotzdem nicht voll, ne? Jetzt holt der Zug was. Aber der war nicht der Zug, den ich kenne. Der ist es wahrscheinlich auch nicht, der. So, jetzt ist hier die Produktion aber so weit voll, dass wir hier noch mal was nachlegen müssen. Verarbeitung. Legierungsschmelze. Da ist der Ausgang, da ist der Eingang. Dann würde das so passen. Wir wollen das machen. Holen noch uns ein Förderband ran. Mit dem gehen wir jetzt hier rein. Und mit dem gehen wir jetzt hier rein. Und dann müssen wir mit dem da irgendwie rüber. Wie kann ich jetzt hier eine Brücke bauen? Da. So, jetzt müsste es klappen, oder? Ist nur die Frage, ob er produziert. Förderband läuft richtig, ne? Ja. Jetzt ist da gerade was rausgekommen, oder? War nicht hergekommen, weiß ich nicht. Kohle. Jetzt passt, jetzt wird auch produziert, dampft ja. Und da ist jetzt ein Schwung voll rausgekommen. Das heißt, das klappt jetzt so. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie es hier besser wird. So,
Und jetzt sind wir da 11 dran. 17 ist hoch. 28 ist hoch. 38 ist hoch. Jetzt ist er voll. Jetzt stehen die davor. So, das bedeutet, dass wir jetzt hier noch ein Förderband neu bauen müssen. Und zwar eine Brücke gebaut. Jetzt bauen wir da noch mal eine Brücke. Das hat nicht funktioniert. Ja. Dann bauen wir da einen Tunnel. Bauen da noch mal einen Tunnel. Bauen bis hierhin und bis dahin. Und jetzt brauchen wir hier so einen blauen, ne? So, fertig. Der läuft jetzt tatsächlich voll. Der ist voll. So, hier geht es natürlich jetzt ganz viel hin und her. Irgendwas ist jetzt hier in Stau entstanden oder was? Warum fährt der nicht? Irgendwo fährt wieder einer nicht. Aber hier müsste doch einer fahren können, weil... Oh Mann. Warte mal, wo waren das? Die Signale, dann sehe ich das hier. Aha, der kann da nicht fahren, weil... Oh. Lass uns dieses Signal mal wegnehmen. Dann fährt der das Stückchen vielleicht noch vor, was dann reicht. Nicht wirklich. So ein Shit. Wieso fährt er jetzt nicht weiter? Wieso fährt der nicht weiter? Hier ist niemand, der da steht. Aha, hier ist noch ein Signal zu setzen, dann sollte es klappen, oder? Das kann aber, glaube ich, ein einfaches Signal sein. Ne? Jetzt fährt der da schon mal um die Ecke und dann geht es vielleicht auch weiter. Weil dann fährt der eigentlich und dann fährt der auch wieder. Und hier müssen wir gleich umbauen, wenn es denn geht. Vielleicht kriege ich so dann gleich eine Dingens dahin. Dann sag schon. Ein richtiges Signal. Der kann jetzt bis dahin fahren. Und hier muss jetzt auch noch ein Signal hin. Kriege ich nicht dazwischen, ne? Kriegen wir das hier noch ein bisschen umgebaut?
passt was nicht. Jetzt fährt er zum Glück da lang. Dann können wir das abreißen. Das auch, das auch. So, und jetzt geht da ein Signal hin, ne? Warte mal, das da müssen wir gerade noch umändern. Und hier fehlt auch noch einer. Da machen wir, glaube ich, besser so einen. Wieso fährt der jetzt hier wieder nicht? Weil dieses Signal falsch ist. Das Signal kann definitiv so eins sein. Das kann, glaube ich, weg. Der bis nach dahin fährt. So, was machen unsere Dingens? Barren. Oh, voll. Beide voll. Keiner holt mehr Barren. Das ist schlecht. Aber das lag vielleicht jetzt auch daran, dass wir hier einen Stau hatten, oder? Wo muss der hin? Da, okay, der fährt ja jetzt auch hier diesen Bogen. Normalerweise. Der findet jetzt keinen Weg mehr, weil der da im Weg ist, oder? Gut, dann lass uns mal gerade hier noch was bauen. Und zwar gehen wir hier raus. Das passt so nicht. Ne, das ist schlecht. Nochmal. Der da steht, ne? Muss da so ein Signal vielleicht hin, damit der wegfährt, ja. Ja, das gefällt mir ja noch nicht. Lass mal gerade, können wir auch dieses so rum machen, ne? Ja, die Kurve geht nur so. Das funktioniert auch nicht. Kannst du hier abreißen. Kriegen wir nicht besser hin, ne? So, was sagt er mir jetzt hier? Eingleisiges Signal im Weg. Ja, kann sein. Ich glaube, wir machen das mal hier mit den Bäumen. Und dann nochmal das Gleis. Das passt dann schon mal. Ja,
Das ist jetzt nicht so passend. Ich denke, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.